Hallo Welt, da sind wir wieder hier an unserem kaputten Camp. Wir brauchen Kupfer. Wir suchen Kupfer, wir haben Kupfererz. Vielleicht können wir das einschmelzen und dann nutzen. Ja, vielleicht. Ja, es sieht so aus. Kupfererz können wir einschmelzen. Aha. Und jetzt sollten wir eigentlich unsere Werkbank reparieren können. Unsere Werkbank, unsere, ja, Windräder. Oder wir reißen das ab. Ja, wir reißen das ab und bauen das ordentlich auf. Das stand ja nur so halb drauf. Oh, dafür fehlt Aluminium jetzt. Und Kupfer. Aha. Diesen Augenbot gehört er vielleicht zu unserem Camp? Kann das sein? Oder was macht er hier? Ja, wenn er zum Camp gehört, dann soll er das Camp bitte mal reparieren hier. Oh nein, Gummi fehlt. Oh, Gummi. Moment mal, Schießpulver können wir aus Stoff herstellen. Interessant. Mhm. Wir waren noch dabei, hier so ein bisschen aufzuräumen hier drin.
Und die ganzen verstrahlten Sachen wollten wir rausschmeißen. Ja. Andererseits, vielleicht braucht man auch irgendwann mal Strahlung, wenn man sich irgendwas zuziehen will, irgendeine Mutation. Ja, dann haben wir immer noch leuchtendes Blut. Oder wir gehen einfach irgendwo hin, wo es strahlt. Ja. Ja, was machen wir denn mit so einer verdorbenen biologischen Flüssigkeit? Die inaktiven Überreste der Biolumineszenzflüssigkeit von Glühwürmchen. Schmeißen wir weg. Jum, jum, russische Eier sind auch verstrahlt. So, rein mit dem Schrott. Ja, ich glaube, Schrott ist für die Kiste wichtiger, dass wir das hier einlagern. Schrott haben wir gar nicht zu verwerten. Aha. Ach so. Moment, wir verwerten immer nur die Sachen, die wir im Inventar haben, oder? Ja, dann. Dann nehmen wir doch hier mal alles raus. Und gucken, vielleicht können wir das ja auch noch irgendwie schmelzen. Na gut, das war jetzt nicht so viel. Schmelzen können wir leider gar nichts. Es ist ein bisschen leichter geworden. Ich glaube, so 5 Pfund haben wir dadurch gewonnen.
Was ist eigentlich mit diesen Bauplancodes? Bauplancode. Der Fleuerteufel. Gewehre. Schrotflinten. Unterstützung. Gucken wir uns doch mal an, was die können, die Sachen. Aha, du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten, aber was machen wir damit? Das ist weder was wert, noch noch bekommt man irgendwie was dafür. Habe ich doch gerade gesagt. Also es hat keinen Wert und bekommt man auch nichts dafür. Aber es hat auch kein Gewicht. Und was machen wir damit? Ich weiß überhaupt nicht, wofür das gut sein soll. Hohlladungen tragen wir hier mit uns rum. Wofür sind die gut? Die brauchen wir doch auch nicht. Merkwürdig, die wiegen sogar was. Ein Pfund, so ein Ding. Kupfererz. Aha. Und viel, viel Schießpulver. Ja, ich glaube, das schmeißen wir doch mal weg. Oder wir machen das anders, bevor wir alles wegwerfen. Hier oben ist Rhombus. Stufe 9. Sollen wir da mal hingehen und gucken, ob wir ihm die ganzen Sachen schenken können? Ja, ich glaube, das versuchen wir mal. Vielleicht möchte er das ja haben. Hier wäre auch N7 Mafia. Der ist auch erst auf Stufe 11. Ah, Rhombus, gehen wir doch mal dahin. Echt? Stimmt die Richtung? Ja. Da, da ist auch noch Bartmann. Ja, vielleicht werden wir ein bisschen mehr los sogar. Da, er baut hier.
Aha. Oh, hoppla. So. Maulwurfsratte irgendwo? Hallo, hier. Wir haben ganz viel Zeug. Vielleicht kannst du irgendwas gebrauchen davon. Was denn zum Beispiel? Von mir aus die Klinge hier. So. Oh. Weg ist er. Er wollte wohl nicht handeln. Voll schade. Und der andere, wer war das? Wow. Komm, wir gucken uns erstmal sein Haus hier an, dann suchen wir den anderen. Wo ist denn der andere? Ach, der läuft jetzt direkt zu unserem Camp. Praktisch. Ja. Schönes Haus. Ja. Und zurück zu unserem Camp. Vielleicht erwischen wir Bartman. Vielleicht will der ja irgendetwas haben von uns. Oder wir bauen unser Camp direkt am Vault 76 auf, dann können wir die ganzen Sachen verschenken. Es wäre einfacher, die Tüten da irgendwie hinzuwerfen, oder? Na, ist da denn noch in der Nähe? Ah, unterwegs zum Schrottplatz ist er. Oh, es war auch ein bisschen hoch. Ja, in der nächsten Folge gucken wir, ob wir noch ein paar Sachen verschenken können. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ein Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.